ist Ronja und ich weiß, wir haben uns ewig nicht mehr gesehen, also Facecam-mäßig und ich nehme mit Lichtern auf. Das letzte, was ihr quasi alles gesehen habt, war eine große, nee, zwei große Aufnahmesessions, weil ich ja im Urlaub war. Und ich habe gedacht, es hat sich ein bisschen was getan, deswegen melde ich mich mal mit einem Update und erkläre euch, was so ein bisschen passiert, schätze ich mal. Und genau, damit ihr auf dem Laufenden seid und wisst, was so los ist. Erstmal, ich bin aus dem Urlaub zurück, Überraschung, Überraschung, bin ich braun geworden. Ich weiß nicht, bin ich braun geworden? Nein. Ich war 10 Tage in Griechenland. So, wie kann man in 10 Tagen Griechenland nicht braun werden? Ich weiß es nicht. Scheinbar sollte es nicht sein. Jedenfalls, genau. Das ist auch der Grund, warum die letzten. Ja, ich will jetzt nicht sagen, die letzten paar Tage, weil es war quasi den ganzen Monat. Halbwegs unregelmäßig Videos kamen. Also, es kamen Videos, so ist es nicht. Aber ich habe ja schon hin und wieder was ausgelassen. Keine Sorge. Damit ist jetzt Schluss. Ich bin wieder zu Hause. Ich kann wieder was aufnehmen. Mein Editor hat mir auch geschrieben, so, yo, haben wir da noch was? Ist noch was da? Kann ich noch was schneiden? Und ich war nur so, nope, hab's nicht geschafft, vorzuproduzieren. Deswegen, ich will nur ehrlich mit euch sein. Es tut mir leid. Ich war ein bisschen im Stress. Es ist ein bisschen was passiert. Und ich hab's nicht geschafft, full vorzuproduzieren. Deswegen hattet ihr nicht für jeden Tag, wo ich im Urlaub war, ein Video. Ich hoffe, ihr könnt mir vergeben. Es tut mir leid. Ich hatte auch keine Facecam, weil es mitten in der Nacht war, als ich aufgenommen habe. Und ich dann nicht die, so Lichter alle anmachen wollte, weil sorry an meinen Mitbewohner und sorry an meine Nachbarn, die das Ganze im Garten hell erleuchtet sehen. Das wollte ich jetzt nicht, deswegen. Das ist die Erklärung dafür. Deswegen, ich habe leider auch kaum die Zeit gefunden, auf Kommentare zu antworten oder irgendwie mir das Ganze durchzulesen. Das mache ich jetzt gleich. Ich bin jetzt wieder da, mein Koffer ist auch noch da. Es ist wirklich, ohne Mist, es ist gefühlt das Erste, was ich mache, jetzt nachdem ich nach Hause gekommen bin, ist dieses Video drin. Also, bitte vergebt die Unordnung. Wie bereits erwähnt, wird sich ein bisschen was ändern auf meinem Kanal oder allgemein. Das liegt, ich glaube, dazu mache ich auch nochmal ein separates Video. Das liegt einfach an einer größeren Sache, die sich jetzt mehr oder weniger ergeben hat vorm Urlaub und wo ich jetzt aber noch nicht wirklich drauf reagieren konnte. Wie gesagt, da mache ich nochmal ein ausführliches Video, weil ich glaube nicht, dass ich das im Rahmen von so einem kleinen allgemeinem Update nur anreißen kann. Was ich jedenfalls aber schon mal sagen kann, ist, dass sich so ein bisschen was verändern wird und dass ich ja aber trotzdem Sachen machen möchte, die euch auch gefallen. Deswegen, falls ihr irgendwann mal was sehen wolltet, ist jetzt eure Chance. Ich würde gerne so einen Tag einführen, an dem ich entweder Spiele spiele oder einfach so Sachen mache, die ihr euch wünscht. Sei es, ich weiß, ich will noch den Kerzchenvlog machen, okay? Ich weiß, ich habe es versprochen. Ich habe auch schon Material auf der Kamera, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, es fertig zu machen. Vielleicht mache ich es heute. Ich kann es aber nicht garantieren. Falls ihr irgendwas, sowas in die Richtung oder wenn ihr ein Spiel sehen wollt oder sowas, dass ich da einen Tag der Woche mehr oder weniger für reserviere und dann machen wir am Ende der Woche halt das, wo die meisten Leute in der Community für gestimmt haben. Ich habe gedacht, das wäre eigentlich ganz witzig und dann hättet ihr so ein bisschen Interaktivität und könnt ein bisschen mitentscheiden, was ihr sehen wollt. Und wenn es was ist, was euch nicht interessiert, dann ist es trotzdem nur ein Tag die Woche und nächste Woche ist dann was komplett anderes. Von daher habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch was. Also falls ihr da Ideen habt, was ihr sehen möchtet, dann ist heute quasi das erste Video, wo ich schreibe wahrscheinlich so einen Kommentar und dann könnt ihr da drunter alle kommentieren und dann kann ich da am übersichtlichsten sehen, was ihr wollt und dann, ne, können wir das machen. Dann könnt ihr den anderen Kommentaren Daumen hoch geben oder eigene Ideen schreiben oder frag mich was. Es wird sich um Content ein ganz bisschen was ändern, also keine Sorge, ich mache trotzdem noch Minecraft, so ist es nicht. Das ist jetzt kein, hey, auf geht's, 180 Grad, ich spiele jetzt nur noch Horrorspiele. Aber wahrscheinlich wird es ein bisschen anders sein. Wie gesagt, was genau ist, erkläre ich euch in einem separaten Video. Das will ich jetzt hier nicht mit rumrum machen. Deswegen. Das war voll die schlechte Überleitung. Aber ich wollte von meinem Urlaub erzählen, okay? Sorry, es tut mir leid. Ich hätte das vorhin anbringen können mit dem, hey, ich bin gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, aber da habe ich es irgendwie verhauen und da habe ich meinen roten Faden verloren. Deswegen machen wir das jetzt. Ich war ja in Griechenland und das war voll schön. Und ich habe ein paar Urlaubsbilder gemacht, die ich nicht auf Instagram gepostet habe. Also ich habe ein paar auf Instagram gepostet, falls ihr es nicht gesehen habt. Ich habe auch relativ viel Story-Kram gepostet. Wenn ihr auf meinem Instagram noch nicht abonniert seid, folgt, fragt mich was, dann könnt ihr das gerne tun unter diesem Handle hier, was mein Editor hoffentlich diesmal einfügt.
Und dann seht ihr so ein bisschen was aus dem Urlaub. Aber ich habe noch ein paar Urlaubsbilder, die ich nicht auf Instagram gepostet habe. Die könnt ihr jetzt sehen. So, hier nebenbei. Falls ihr euch übrigens fragt, Mensch Ronja, wo sind die pinken Haare? Letztes Video noch groß angekündigt. Ja Leute, also, ich habe jetzt pinke Haare. Ja, die sind weg. Also die haben sich rausgewaschen innerhalb von ein paar Tagen. Aber ihr habt es nicht gesehen, weil ich keine Facecam hatte. Und dann habe ich auf Instagram gepostet und alles war nur noch mit dem normalen Blond. Und die Leute sind so, hey, wo sind die pinken Haare hin? Ja, wie gesagt, das hat sich rausgewaschen. Aber zwischenzeitlich waren sie grün vom Chlor. Das ist jetzt Gott sei Dank auch rausgegangen. Im Prinzip, wie gesagt, wollte ich mich nur mal kurz bei euch melden und ein bisschen mit euch quatschen. Das heißt, ich nehme das Video tatsächlich auch heute auf. Also ich poste es heute und ich nehme es jetzt auf. Also es ist jetzt 11.32 Uhr. Wenn ihr das Video jetzt seht, also kurz nachdem es veröffentlicht wurde, dann, wenn ihr was schreibt, dann antworte ich euch. Ziemlich sicher. Also wenn ihr jetzt nicht nur Hi schreibt, dann antworte ich nicht Hi, aber ne? Dann können wir ein bisschen reden in den Kommentaren, ein bisschen chillen, ein bisschen, ne? Irgendwie was machen. Und ich habe auch, weil ich super, super, super ewig lange nicht mehr gestreamt habe, voll Lust gekriegt. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe über den Urlaub voll Lust gekriegt, mal wieder zu streamen und mit euch so zu chatten. Und ich habe das auf YouTube ja noch nie gemacht, das heißt, ich muss erstmal das Ganze kurz setupen. Aber es sollte nicht so schwer sein. Meine Stream-Erfahrung ist natürlich eingerostet, aber ich hoffe, ich krieg's trotzdem hin. Tops hat ja neulich auch gestreamt. Und, was ist neulich? Ich weiß auch nicht. Das ist auch schon wieder ein paar Monate her, glaube ich. Aber wie dem auch sei, ich bin motiviert. Das heißt, das kommt. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und es kommen jetzt auch wieder täglich Videos. 13 Uhr. Also, falls ihr noch nicht abonniert seid und ihr habt das vor, dann fände ich das voll super und ich würde mich voll freuen. Und dann könnt ihr das da unten machen, auf dem Abonnieren-Zeichen und die Glocke drücken und dann kriegt ihr immer eine Notification, wenn ein Video kommt. Und dann sind wir alle froh und glücklich und, ja. Im Prinzip war es das auch schon. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Warte, was haben wir heute? Wir haben Dienstag, gell? Ich wollte gerade sagen, habt ein schönes Wochenende. So ein Müll. Mein Zeitgefühl ist irgendwie voll aus der Bahn. Naja, wie dem auch sei. Habt einen schönen Dienstag. Wir, wie gesagt, falls ihr da seid, ich antworte euren Kommentaren. Also, kommt vorbei, sagt halt. Macht's gut, bis morgen. Ciao!